In der Medizin gibt es die katastrophale Diagnose Multiorganversagen. Und genau so etwas beschreibt die sogenannte Kriegskommission zur Hypoalpeadria in ihrem Abschlussbericht. Auf 344 Seiten werden in diesem Buch unzählige Fehler, Versäumnisse und Fehlentscheidungen dokumentiert. Bei der unkontrollierten Expansion der Bank, bei den berüchtigten Kärntner Landeshaftungen, beim Verkauf der Hypo nach Bayern, bei der umstrittenen Verstaatlichung und beim planlosen Vorgehen danach. Und keine einzige beteiligte Stelle entkommt der scharfen Kritik. Vom früheren Bankvorstand über die Bankenaufsicht bis zum Land Kärnten und zum Finanzministerium. Es ist ein schonungsloses Dokument kollektiven Versagens. Seit Mai war die Hypo-Untersuchungskommission tätig. Heute macht es deren Chefin noch einmal so richtig spannend. Erst um Punkt 11 bekommen die Journalisten eine Kurzfassung des Berichts. Gebundene Exemplare gibt es wenige. Uns wird jenes der Vorsitzenden überlassen. Und auch diese 344 Seiten haben es in sich. Die Vorkommnisse rund um die Hypo Group Alpe Adria sind von Fehlentwicklungen und Fehlleistungen auf Landes- und auf Bundesebene gekennzeichnet, heißt es einleitend und weiter. Die verantwortlichen Entscheidungsträger des Bundes unterließen es nach Offenbarwerden der krisenhaften Entwicklung der Bank, die notwendigen Informationen angemessen aufzubereiten, die rechtlichen Rahmenbedingungen ausreichend zu prüfen und strategisch vorzugehen. Und natürlich wird das Land Kärnten kritisiert für die enormen Haftungen, die es seinerzeit für die Hypo eingegangen ist. Vornehm zurückhaltend ist man bei der Nennung von Namen. Keine Schuldigen des Schlamassels, das die Republik viele Milliarden Euro kostet, werden genannt. Neu sind zwei Dinge. Einmal die Gesamtschau der Vorgänge, die wir hier bringen. Und zum anderen die Erkenntnis, dass man in so wichtigen Dingen, wo es um so viel Geld geht und in so komplexen Angelegenheiten, einfach so professionell wie möglich handeln muss. Und an dieser Professionalität hat es gefehlt. Warum drückt man sich da sozusagen um die Kernfragen herum? Wer trägt Schuld? Nein, das ist keine Kernfrage. Das ist nicht unsere Kernfrage. Eine politische Kernfrage ist es schon. Sie den Ministervortrag, da stehen die Fragen drin. Doch die Verantwortlichkeiten sind großteils klar. Die Notverstaatlichung fiel unter Josef Bröll. Die Schlussfolgerung heute. Gegenüber dem Bund ist festzuhalten, dass die Verstaatlichung nicht als Notverstaatlichung bezeichnet werden kann, weil sie jedenfalls in ihrer Ausgestaltung keinesfalls alternativlos war. Und die Bedeutung des Beihilfeverfahrens in Brüssel für die Hypo, das war unter Finanzministerin Maria Vector, sei nicht erkannt worden. Beide, sowohl Bröll als auch Vector, wollten heute keine Stellungnahme abgeben. Die Journalisten beurteilen den vorgestellten Bericht weitgehend positiv. Er erfüllt auf jeden Fall die Erwartungen, weil er sehr klar aufzeigt, wo überall Politiker in dieser ganzen Causa versagt haben. Es war keine politische Abrechnung, diesen Auftrag hatten sie aber auch nicht. Und ja, es wird spannend, wie das die politische Aufarbeitung dann weitergeht. NIOS und Grüne, beide Sprecher sind heute in Rom, sind zufrieden. Der Bericht mache einen verlangten U-Ausschuss, aber nicht überflüssig, im Gegenteil. Und bei einer derartigen Kaskade von Fehlverhalten und Fehlentscheidungen stellt sich natürlich die Frage der politischen Motive und der Verantwortlichkeiten. Das ist Aufgabe des Ausschusses im nächsten Jahr. Warum haben ÖVP und SPÖ in dieser Art und Weise, wie der Bericht sagt, amateurhaft gehandelt, oder steckt da mehr dahinter? Und zweitens, die offene Frage ist, wo ist das Geld hin? Auch FPÖ-Chef Strache verlangt einen Untersuchungsausschuss und kritisiert SPÖ und ÖVP. Die könnten ihre Verantwortung für das Desaster nicht einfach hinwegleugnen, so Strache in einer Aussendung. Anders sind das naturgemäß die Regierungsparteien. Klubobmann Lobatka verteidigt das damalige Vorgehen. Alle hätten zur Notverstaatlichung geraten. Von europäischer Seite her, von Seite der Experten auf nationaler Ebene, war man damals der Auffassung, dass es keine Alternative zu dieser Vorgehensweise gibt. Ich glaube, es wird kein Mensch sagen, angesichts des Problems, dass da keine Fehler passiert sind. Ich glaube nur, dass die Verstaatlichung der Bank, diese Notverstaatlichung, der richtige Weg damals war. Und das glaube ich, das ist auch mir aus dem Kriegsbericht nicht heraus bekannt geworden, welche Alternative eine bessere gewesen wäre, die nämlich verhindert hätte, dass diese 20 Milliarden nicht schlagend geworden wären. Der Kommissionsbericht zum Hypo-Debakel ist also fertig, doch das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Der nächste Akt steht de facto fest. Beim Untersuchungsausschuss im Frühling geht es weiter.